Das ist Emma. Sie ist in der 7. Klasse. Heute hat sie eine neue Mitschülerin in ihre Klasse bekommen. Sie heißt Malu und kommt aus Eritrea. Mama, warum fliehen Leute aus ihrem Heimatland und kommen nach Deutschland? Als erstes muss man zwischen Flüchtling und Migrant unterscheiden. Ein Migrant verlässt sein Heimatland wegen seiner Arbeit, aus familiären Gründen oder um seine Lebensbedingungen zu verbessern. Aber auch Menschen, die wegen Armut oder Not fliehen, werden Migrant genannt. Und was ist dann ein Flüchtling? Das ist etwas anders. Ein Flüchtling ist jemand, der aus politischen oder religiösen Gründen verfolgt wird und aus diesen Gründen länger als 3 Monate nicht in seinem Geburtsland ist. Man unterscheidet zwischen den sogenannten Push- und Pull-Faktoren. Push ist Englisch und heißt auf Deutsch drücken. Das heißt, es sind die Gründe, die einen dazu bewegen, das eigene Land zu verlassen. Pull ist auch Englisch und heißt auf Deutsch ziehen. Das heißt, es sind die Gründe, die einen in ein anderes Land ziehen. Bei den Push-Faktoren sind es Krieg, Terror, Armut, Konflikte, Naturkatastrophen, schlechte Regierungen. Und bei den Pull-Faktoren sind es Bildung, höheres Sozialniveau, medizinische Versorgung, besseres Leben oder bessere Arbeit oder Besitz und Reichtum. Fliegen die alle mit dem Flugzeug hierhin? Nein, das ist viel komplizierter. Die meisten Leute kommen aus Ländern wie Syrien, Irak, Afghanistan oder Iran. Die Leute haben einen weiten Weg hinter sich. Sie kommen meistens mit Booten, suchen sich Mitfahrgelegenheiten, fahren mit dem Bus und manchmal müssen sie lange Strecken zu Fuß gehen. Natürlich gibt es wenige Leute, die mit dem Flugzeug fliegen. Ist das nicht voll anstrengend? Ja, das stimmt. Viele Menschen sterben auf der Reise. Letztes Jahr sind 1,1 Millionen Leute nach Deutschland gekommen. Dabei waren die Hälfte unter 18. 2015 sind bis zum 17. November 4.892 Flüchtlinge gestorben und davon allein schon 3.551 bei der Überquerung des Mittelmeers. Die Gründe dafür sind kein Essen oder Trinken, überfüllte Boote sind zu schwer und sinken oder sie haben kein Navi, Karte oder GPS. Es gibt verschiedene Routen, die Menschen gehen, um nach Europa zu kommen. Die erste heißt zentrale und südöstliche Mittelmeerroute. Das ist der Seeweg nach Italien oder Malta von Süd- und Westafrika. Dann gibt es noch die östliche Mittelmeerroute nach Griechenland, Bulgarien und Zypern. Die dritte ist die westliche Balkanroute. Diese führt über den Balkan nach Ungarn. Aber als sich die Lage verschlimmert hat, sind viele einfach zu Fuß nach Deutschland und Österreich gegangen. Mann, ich wusste gar nicht, dass es so extrem ist. Kann man den Menschen irgendwie helfen? Als Erwachsene kann man den Menschen Deutsch unterrichten, weil sie die Sprache meistens noch nicht beherrschen. Es gibt viele Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel UNO, die gerne Sach- und Geldspenden annehmen. Oder zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz. Und Malteser helfen den Kindern, indem sie mit ihnen spielen oder den Menschen die Stadt zeigen. Die Menschen sind immer sehr froh, wenn man ihnen hilft, weil sie oft traumatisiert sind. Sie haben Angst und sind oft alleine. Auch du kannst helfen.